Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch. Im letzten Part haben wir hier die Hagenmeier Klinik betreten und hier mit diesem Trottel da geredet, sage ich jetzt mal. Jetzt wollen wir uns ein bisschen genauer umschauen und jetzt auch mal hier mit dieser lieben Sekretärin reden. Und ich muss ein kleines Vorwort vorneweg nehmen. Ich darf die nächsten Parts nachkommentieren. Diesen und den nächsten. Verzeihung. Ist das nicht schön? Ja. Oui, Monsieur? Ist das die Hagenmeier-Klinik? Stimmt, haargenau. Ich dachte, ich wäre in einem Gartencenter. Oh, die Pflanzen. Die waren meine Idee. Ein bisschen Grün, um einen Hauch Natur hereinzubringen. Womit kann ich Ihnen helfen? Naja, da gibt's schon so einiges. Ich möchte Jacques Marquet besuchen. Ah, ja. Sind Sie mit unserem Patienten verwandt, Monsieur? Seit langem verschollener Bruder. Ein Bruder, der nur halb so alt ist, einen anderen Namen und einen amerikanischen Akzent hat? Yeah, darüber wundern sich die Leute immer. Daran ist aber, denke ich, unsere Mutter schuld. Wir wurden in frühester Kindheit voneinander getrennt. Es war tragisch. Eine Verwechslung im Kindergarten des Einkaufszentrums von Oakland. So etwas Lächerliches habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das war's wohl nicht. Also, kann ich Marquet sehen, bevor er in die ewigen Jagdgründe eingeht? Mit dieser Einstellung kommen Sie ganz sicher nicht sehr weit. Meine Anweisungen waren deutlich und klar. Niemand besucht Marquet. Und solange Sie nicht beweisen können, dass Sie ein Verwandter oder sehr nahestehender Freund sind, verschwenden Sie hier Ihre Zeit. Ist Marquet von einem Mann in einem Clownkostüm besucht worden? Ganz sicher nicht. Sie haben keinen verkleideten Mann gesehen? Naja, doch. Da ist Theodor, der Bär. Der kommt jeden Donnerstag, um die Kinder zu unterhalten. Ich persönlich glaube ja, dass er sie mit seinem zerzausten alten Bärenkostüm eher halb zu Tode erschreckt. Wenn ich bewegungslos auf dem Rücken liegen müsste, mit Schläuchen aus sämtlichen Öffnungen, dann wäre er bestimmt der Letzte, den ich sehen möchte. Hatte Marquet Besuch von ein paar Gangstern? Das will ich doch nicht hoffen. Können Sie sie beschreiben? Ein dünner Typ, der wie ein Wiesel aussieht, und sein Freund, der Gorilla. Hört sich an, als wären sie aus dem Zoo ausgebrochen. Naja, aber vielleicht können wir zeigen, wer wir sind. Nein, nicht weggehen. Indem wir ihr... Haben Sie diesen Mann hier in der Klinik gesehen? Nein, Monsieur, und ich vergesse nie ein Gesicht. Jetzt zeige ich dir mal, wer ich bin. Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Sie sind also Morlin. Marquet hat schon nach Ihnen gefragt. Nach mir? Ja, er hat Ihren Namen gerufen, als Sie ihn eingeliefert haben. Na, dann schauen wir doch mal. Er war auf Station B12, wenn ich mich recht erinnere. Oh, er wurde verlegt nach... Ach du meine Güte, er ist auf Station J2. Das ist... Die Station von Schwester Grendel. Was ist das schlimm an Schwester Grendel? Sie leitet die Station wie ein südamerikanisches Gefängnis. In einer Station für Disziplin zu sorgen, ist doch kein Verbrechen, oder? Disziplin? Wenn es um Gehorsam und Strafe geht, steckt sie den Marquis de Sade locker in die Tasche. Alles, und damit meine ich wirklich absolut alles, läuft nach einer strikten Routine ab. 6 Uhr wecken... 6.10 Uhr auf die Toilette und wehe dem, der keine Ergebnisse vorzeigen kann. Ihre Patienten sind wie pavlovsche Hunde. Sie hört sich wie ein echter Albtraum an. Und das ist noch untertrieben. Wenn Schwester Grendel so bösartig ist, warum wird sie dann von den Verantwortlichen geduldet? Sie gehört quasi zum Inventar. Langsam ging mir ein Licht auf. Diese Dame war eifersüchtig und das nicht zu knapp. Wie finde ich die Station von Schwester Grendel? Den linken Korridor runter, an der Toilette für Verwaltungsbeamte im höheren Dienst, rechts. Und nochmals rechts ab beim Kaffeezimmer des Verwaltungsrates. Hinter der Krankenhausleitungssauna links halten. Und am Ende nochmal links, das ist J2. Und viel Glück. Gottes Willen, mit der Beschreibung finde ich da ja nie hin. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Gern geschehen.
Ja, wie gesagt, ich darf nochmal nachkommentieren, diesen und den nächsten Part, einfach weil Camtasia sich gedacht hat. Ich sehe die Quelle des grausigen Geräuschs, das durch die Korridore hallt. Es ist eine Industriebohnermaschine, hinter der ein merkwürdig aussehender Typ herzockelt. Ich meine Aura City, weil das sich einfach mal gedacht hat, hey, ich nehme jetzt mal nicht auf. Hallo. Kurz zusammengefasst. Was ist? Ich sagte hallo. Oh, hi. Kann ich mal eine Sekunde mit Ihnen reden? Ich dachte, das hätten Sie gerade gesagt. Nun schauen Sie doch nicht so betröppelt. Egal, wie schlimm die Dinge aussehen mögen, ich lass mich vom Leben nie umhauen. Oh yeah. Und was ist der Trick dabei? Och, das ist ganz einfach. Sie müssen nur ganz einfach lächeln und dieses kleine Liedchen pfeifen. Wenn Sie anfangen zu pfeifen, stopfe ich Ihnen Ihre Zähne in die Nase. Abgemacht. Haben Sie irgendwelche merkwürdigen Figuren in den Fluren herumlungern sehen? Nein, Sir, hab ich nicht. Aber ich brauche auch vor nichts Angst zu haben. Was war das, Mr. Shiny? Du besorgst es den Kerlen schon? Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn man einen Freund wie ihn hat, braucht man sich vor seinen Unterdrückern nicht zu fürchten. Das muss sehr beruhigend sein. Das ist er. Oh ja. Ja, du besorgst es den Kerl schon. In der ersten Aufnahme war es noch schlimmer, da war ich nicht drauf gefasst und hab da währenddessen getrunken. Ich hab den halben Tisch zusammengespuckt. Ist Mr. Shiny zufälligerweise Ihre Bohnermaschine? Bitte, nennen Sie ihn nicht so. Er ist eher ein Freund als eine Maschine. Ich habe Mr. Shiny jetzt schon 3 Jahre und er hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen. Wie kommt es, dass Sie so ein enges Verhältnis zu einer Bohnermaschine haben? Ich habe Sie doch gebeten, ihn nicht so zu nennen. Er hat einen Namen, wissen Sie? Oh yeah, Mr. Shiny. Es ist einfach so, dass... Sie finden das merkwürdig, nicht wahr? Mir macht das nichts aus. Die Kollegen hier meinen eh, ich sei verrückt. Haben Sie gehört, wie Sie hinter meinem Rücken Witzchen reißen, wenn ich Mr. Shiny seinen wöchentlichen Ausgang gebe? Wöchentlichen Ausgang, ja. Wissen Sie, wo ich einen Patienten finde, der Marquet heißt? Nein, ich darf mit Mr. Shiny nicht auf die Station. Also ganz egal, was er nimmt, ich will's haben. Wer ist das? Das frage ich Sie doch gerade. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Woher soll ich das wissen? Sie haben mir ja nicht gesagt, wer das ist. Schauen Sie sich das Foto an. Yeah, okay. Also, haben Sie ihn schon mal gesehen? Nein. Was auch immer er nimmt, ich will's haben. Bis später. Yeah, passen Sie auf sich auf. Nur vielleicht nicht in ganz so rauen Mengen, wie er es zu sich nimmt. Hey, Sie da, da können Sie nicht rein. Wieso nicht? Ich bin für den Inhalt des Schranks verantwortlich. Der ganze Mann einfach nur noch kaputt. Geh mal weiter hier. Oui, Monsieur. Ist das Station J2? Ist es, aber Sie gehören hier nicht hin. Wir haben sehr strenge Besuchszeiten. Können Sie nicht mal eine Ausnahme machen? Ich bin den ganzen Weg von Kalifornien bis hierher gekommen. Da müssen Sie mit dem Arzt sprechen. So lange kann ich nicht warten. Was ist, wenn er inzwischen den Löffel abgibt? So können Sie hier drin nicht reden. Das hier ist ein Krankenhaus. Sie müssen gehen. Ja, das war eindeutig, aber da schmuggeln wir uns einfach vorbei, indem wir hier... Als ich den Stecker aus der Steckdose ziehe, hustet die Maschine, spuckt und steht still. Den Stecker aus der Steckdose ziehen. Mr. Shiny, was ist los, Kumpel?
So, und während er unterwegs ist, können wir ganz schnell hier die Tür aufmachen und uns einen Weißkittel schnappen. Und jetzt sehen wir natürlich aus wie ein Arzt, ist ja klar. Guten Tag, Doktor. Die Patienten sind für die Visite bereit, Doktor. Danke, Schwester. Das hier werden Sie brauchen, Doktor. Wie lange arbeitet die schon mal hier? Eine lange, schmale Metallkiste, garniert mit einem bezaubernden Lächeln. Danke. Könnten Sie bei der Gelegenheit auch einen Blick auf den Patienten in Bett Nummer 3 werfen? Er heißt Eric Soapmarsh. Oh Mann. Wie lange arbeitest du hier und dann erkennst du nicht, dass ich ein Arzt bin und dass ich gerade eben noch mit dir geredet habe? Schwache Leistung, ganz ehrlich, schwache Leistung. Aber mal. Haben Sie irgendwelche Clowns auf der Station? Aber ja, haben wir. Sogar einen Berufsclown. Ich wette, der bringt Stimmung rein. Wohl kaum. Monsieur Boissy liegt seit mindestens 3 Monaten im Koma. Was ist los mit Boissy? Er hatte einen ziemlich üblen Unfall. Eine dumme Sache mit einem Einrad. Sein augenblicklicher Zustand rührt von dem posttraumatischen Schock her. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass er jemals wieder als Clown arbeiten wird. Hinter jeder Wolke verbirgt sich ein Silberstreif am Horizont. Oder so ähnlich. Haben Sie einen Patienten mit Namen Marquet auf dieser Station? Oui, Monsieur. Er ist in dem Privatzimmer am Ende der Station. Er steht unter strikter Quarantäne. Warum ist Marquet isoliert? Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, müssen Sie mit Herrn Hagenmeier sprechen. Ich weiß nur, dass der Eintritt in Marquets Zimmer absolut verboten ist. Wissen Sie, wer Marquets Zimmer bezahlt hat? Nein, das weiß ich natürlich nicht. Eine Vorzugsbehandlung wie diese hier muss doch einen Arm und ein Bein kosten. Das geht mich nichts an, Monsieur. Jetzt hat er schon mal so eine gute Tarnung und... Au revoir, Monsieur. Wirft sie schon beinahe leichthändig weg, indem er so dumme Fragen stellt. Hallo, jemand zu Hause? Wer sind Sie denn? Ich bin Dr. Stobbart und ich bin hier, um Sie auf dem steinigen Weg der Genesung zu begleiten. Dr. Monroe sagte, für meine Krankheit gäbe es keine Heilung. Ihr Problem ist, dass Sie zu viel Zeit im Bett verbracht haben. Sind Sie sicher, dass Sie qualifiziert sind, Herr Doktor? Das sollten Sie mal besser glauben. Was können Sie mir über Marquet sagen? Das ist der Mann in dem Privatzimmer, nicht? In dem Zimmer, das mir gehörte. Bevor die mich wie einen Zigeuner einfach rausgeschmissen haben. Wissen Sie, was Marquet fehlt? Die sagen mir doch noch nicht einmal, was mir fehlt. Sagen Sie, Doktor, was ist Ihre Meinung über meinen Fall? Es ist zu früh, sich festzulegen. Aber ich bin doch schon seit 3 Monaten hier. Was halten Sie von Schwester Grendel? Sie ist eine sehr effiziente junge Frau. Effizient? Das klingt, als wäre sie ein Staubsauger. Ich kann mich nicht beklagen. Die Frau am Empfang beschrieb Schwester Grendel als ein echtes Monster. Also das ist einfach nicht wahr. Sie ist sehr streng, aber das ist ihr Job, nicht? An einem Ort wie diesem hier muss Disziplin herrschen. Recht hat er eigentlich schon. Ich werde Ihren Blutdruck messen. Warum? Ich bin Arzt, das ist mein Job. Sieht mir ganz gut aus. Sie machen das nicht richtig. Ja, weil George auch keine Ahnung hat. Ich komme später wieder. Wenn man nicht mal weiß, wie ein Blutdruckmessgerät funktioniert, dann, naja. Naja, schauen wir einfach mal weiter. Doktor. Wollen wir hier noch zum Zimmer... Von Marquet, wollte ich sagen. Was ist los? Sie haben meinen Blutdruck noch nicht gemessen. Sieht mir ganz gut aus. Sie machen das nicht richtig. Und ob ich das richtig mache? Nein, machen Sie nicht. Dr. Monroe hat das nie so gemacht.
Ich kann keine vernünftigen Werte erhalten, solange sie dermaßen aufgeputscht sind. Ich komme später wieder. Verzeihung, Schwester. Oui, Monsieur? Was ist das für ein Gerät? Damit misst man den Blutdruck des Patienten, Doktor. Danke, Schwester. Au revoir, Monsieur. Ein Arzt, der fragt, was ein Blutdruckmessgerät ist. Ach, ist das schön. Und wen haben wir denn hier? Da ist ein neues Gesicht. Entschuldigung, aber... Aha, genau der richtige Mann. Ja, Sie müssen der Neue sein. Muss ich wohl. Ja, also, dann laufen Sie hier nicht länger rum wie ein aufgescheuchtes Huhn und machen Sie sich nützlich. Bunny, komm her, Junge. Das ist Benoit, mein Neffe. Könnten Sie wohl mal auf ihn aufpassen? Ja, er kommt frisch von der medizinischen Fakultät. Das wird ihm die Augen öffnen, wenn er einen echten Arzt bei der Arbeit sieht. Darauf könnte ich wetten. Führen Sie ihn herum. Zeigen Sie ihm mal echtes Leid. Einen echten Arzt. Naja, ich wollte jetzt eigentlich gerade mit Bunny reden, aber naja, der ist schon wieder weg. Naja, gehen wir mal wieder auf die Station und zack, schon ist er wieder da, direkt vor mir. Hi. Ich komme. Ja, mit dem kann ich noch nicht reden. Hi. Bunny, was sagst du dazu? Ja, mein Herr. Und wie heißen Sie, mein Junge? Benoit, man nennt mich Bunny. Bunny? Himmel, und das stört Sie nicht? Ich habe mich dran gewöhnt. Okay, Benoit, Sie könnten mir helfen. Was immer Sie sagen, Sir. Wissen Sie etwas über einen Patienten namens Marquet? Nein, Sir, ich kenne noch so gut wie gar keinen der Patienten. Ich habe noch nie einen Arzt getroffen, der zugegeben hat, dass er auch nur ein Mensch ist. Ich bin noch in der Ausbildung, Sir. Ich werde mich schon noch anpassen. Kennen Sie die Schwester auf Station J2? Nein, Sir. Heute ist mein erster Tag hier. Ich kann es gar nicht erwarten, bis ich die Ersten im Bett vor mir habe. Ich meine natürlich Patienten, meine ersten Patienten. Natürlich nicht die Schwestern. Halten Sie den Mund, Benoit. Okay, Sir. Ist schon klar. Da haben sich zwei Idioten gefunden. Da haben hier, sich zwei Idioten gefunden. Vielen Dank, Sir. Was soll ich damit anfangen? Also, naja... Passen Sie gut drauf auf, bis mir was einfällt. Folgen Sie mir, Benoit. Ich bin direkt hinter Ihnen, Sir. Du könntest ja den Blutdruck von dem Trottel da im Bett messen. Hi, ich bin's wieder. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Doktor. Wer ist das? Ein kaltblütiger Killer. Oh. Ich komme später wieder. Hey, Benoit. Ja, mein Herr? Haben Sie noch das Blutdruckmessgerät, das ich Ihnen gegeben habe? Oh, sicher. Was soll ich damit tun? Benutzen Sie es bei Eric Sopmarsch. Okay. Gut. Während er jetzt den Blutdruck von diesem Eric Sopmarsch misst, können wir ja endlich mal weitergehen. Endlich mal ein bisschen Fortschritt hier. Na, wer bist denn du? Ich bin Dr. Stobbart. Bonjour, Doktor. Haben Sie irgendwelche verdächtigen Charaktere auf der Station gesehen? Ja, habe ich. Ein Gorilla und ein Wiesel? Nein, ein ziemlich schäbiger Bär. Inwiefern hat sich der Bär verdächtig gemacht? Naja, er hat einen Zylinder getragen. Ist das gegen das Gesetz? Nein, aber ziemlich merkwürdig für einen Bären. Das ist allerdings wahr. Haben Sie mal was von einem Typ mit Namen Marquet gehört? Der ist in Quarantäne. Direkt hinter dieser Tür. Marquet ist genau der Mann, den ich sehen will. Ich
Ich würde da nicht reingehen, wenn ich Sie wäre. Er hat Milzbrand. Ich muss meinen Patienten besuchen. Wozu? Routine. Ich muss überprüfen, ob er noch atmet. Und was, wenn nicht? Ich unterzeichne eine Urkunde und melde das Bett als wieder verfügbar. Das ist eine kalte und distanzierte Beziehung zum Tod. Ich bin so professionell, dass ich schon göttliche Züge trage. Der weiße Mantel steht Ihnen. Danke. Ausgerechnet du dann. Göttliche Züge. Oh, wow, Doc. Ausgerechnet so ein Megatrottel wie du und göttliche Züge. Ist klar, George. Naja, dann schauen wir doch mal, ob wir im nächsten Part etwas mehr von seinen göttlichen Zügen erfahren werden. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Baphomets Fluch für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.